Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DEL-Spiel der Augsburger Panther gegen die Straubing Tigers. Wie immer sind nach dem Spiel beide Coaches bei mir für die Straubing Tigers, Jürgen Rumrich und unser Coach Larry Mitchell. Herr Rumrich, Ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, guten Abend. Wir haben uns heute sehr viel vorgenommen. Wir wollten heute unbedingt was mitnehmen. Ich denke, man hat es auch gesehen. Die Mannschaft hat heute sehr gut gespielt, mit Leidenschaft. Was heute gefehlt hat, war vielleicht ein bisschen das Puckglück vorm Tor. Man muss sagen, wir haben, glaube ich, heute zwei hervorragende Torhüter gesehen. Und es ist schade, wir haben uns wirklich sehr viele Chancen erarbeitet. Aber heute ist leider meine Mannschaft nicht dafür belohnt worden. Aber wir dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern bei uns geht es am Sonntag wieder weiter. Und wenn wir so hart arbeiten wie heute, dann kommt auch das Puckglück zurück, wie es so schön heißt. Und dann sind wir auch wieder erfolgreich. Danke. Danke, Herr Rumrich. Larry Mitchell, dein Statement zum Spiel. Ja, ich stimme Jürgen zu. Die besten zwei Spieler heute waren die zwei Torhüter, der Markus Janka auf Straubinger Seite und Dennis auf unserer Seite. Wir wussten, dass Jürgen seine Mannschaft 60 Minuten Gas geben wird, dass die kämpfen werden. Die haben die wenigsten Tore der Liga geschossen. Wir wussten, dass die würden wiederum defensiv sehr gut spielen und warten auf Konterchancen, vielleicht auf Überzahlchancen. Und vor allem im zweiten Drittel habe ich die Straubinger stärker gesehen. Die haben Chancen gehabt und da war Dennis zur Stelle. Wenn man zurückgeht zum ersten Drittel, wir haben zwei regulären Überzahltore geschossen, was Steffen Klau nicht gegeben hat. Und das hat uns, denke ich, ein bisschen aus der Bahn geworfen. Das war leider ein Hauptthema auf unserer Bank. Was muss man machen, dass es ein Tor gibt, der auch zählt? Und das ist ein Zeichen von einer jungen Mannschaft. Und wir dürfen uns da nicht aus der Bahn werfen lassen, weil die Schiedsrichterentscheidungen sind so, wie sie sind. Und wir können das nicht ändern. Und zwei Minuten vor Schluss haben wir dann endlich mal ein Tor geschossen, der gezählt hat im ersten Drittel, und das hat uns sicherlich gut getan. Und wie gesagt, im zweiten Drittel haben wir uns ein bisschen zu viel auf den Dennis Andres verlassen, und im letzten Drittel waren Chancen auf beide Seiten. Und wie der Jürgen schon erwähnt hat, wir haben zwei von unseren Chancen verwertet, hatten auch zwei, drei Alleingänge gehabt, was wir nicht verwertet haben, und die Straubinger haben auch ihre Chancen gehabt, wo Dennis Andres zur Stelle war. Als letzter Satz möchte ich nur sagen, ich habe vor, glaube ich, zweieinhalb Wochen gesagt, dass schön zählt nicht mehr, und das war sicherlich nicht schön, was wir heute gezeigt haben, aber wichtig sind die Punkte, und wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir wieder den achten Platz erobert haben in dieser so engen DEL. Dankeschön. Danke, Larry Mitchell. Gibt es Fragen von den Kollegen der Presse? Die Frage an Jürgen Rumrich, wer die Chance noch sieht, in die Pre-Playoffs einzuziehen? Ja, solange die Scheiße noch da ist, glauben wir daran. Wir werden alles versuchen. Wir haben jetzt zwei Heimspiele. Und und da müssen wir einfach schauen, dass wir die Punkte in Straubing lassen. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanken wir uns bei den beiden Coaches. Jürgen Rumrich, eine gute Heimfahrt zurück nach Straubing. Und wir sehen uns wieder nächsten Freitag gegen die Hannover Scorpions. Bis dahin. Tschüss.